Hallo zusammen, ich bin Franzi, Trainerin hier im Hardys in Greifenberg und wir sprechen heute mal über das Thema Endorphine. Die große Frage ist jetzt, wie bekomme ich überhaupt Endorphine? Da es sich um ein körpereigenes Hormon handelt, sind bestimmte Schlüsselreize der Auslöser für die Produktion von Endorphinen. Hierzu zählen entweder Extremsituationen, wie zum Beispiel bei einem Unfall, oder auch, wenn du dich super glücklich fühlst oder irgendwas sehr Gutes oder sehr Tolles passiert. Auch dann werden Endorphine ausgeschüttet. Allerdings gibt es noch ein paar weitere Faktoren. Zum einen der Sport. Vor allem Laufsport. Man spricht hier von einem sogenannten Runner's High. Habt ihr bestimmt schon mal gehört. Läufer laufen längere oder auch kurze Strecken, obwohl sie eigentlich nicht mehr können, an ihrer Grenze sind. Aber durch diese hohe Endorphinausschüttung in ihrem Körper ist es ihnen möglich, noch weiter Gas zu geben. Allerdings zählen natürlich auch andere Sportarten dazu. Egal, ob Kraftsport, Tennis, Golfen, Schwimmen, was auch immer du machst, sobald du dich über eine längere Zeit an deiner Grenze befindest, werden Endorphine ausgeschüttet. Auch Lachen. Es ist allerdings noch nicht ganz bewiesen, ob wir einfach nur, wenn wir grinsen oder lachen, ob uns das schon glücklicher macht, aber hey, was haben wir zu verlieren? Lach doch einfach mal ein bisschen mehr und reg deine Endorphinproduktion an. Auch die Ernährung spielt eine große Rolle. Allerdings nicht in der Endorphinproduktion, sondern bei der Serotoninproduktion. Aber wie schon gehört, Endorphine und Serotonin hängen ja nah aneinander. Grund dafür ist das Tryptophan in einigen Lebensmitteln. Tryptophan regt die Serotoninproduktion an. Zu diesen Lebensmitteln gehören zum Beispiel Bananen, Nüsse, Sojabohnen, Schokolade oder auch Eier. Schokolade macht glücklich, oder? Kennen wir alle. Ein weiterer Faktor ist die Sonne. Die Sonne regt die Vitamin D-Produktion an. Vitamin D ist wieder dafür verantwortlich, dass Serotonin in unserem Körper gebildet wird. Von daher, wenn die Sonne scheint, raus an die frische Luft, in die Sonne legen und die Sonne genießen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne ein Like da freue ich mich für meine Endorphinproduktion. Abonniert den Kanal, vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, um alle wichtigen News und Updates zu erhalten. Und ich freue mich, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.